Okay, gut. Drei. Zwei. Eins. Hey, hallo Leute, hier ist euer Marc von HeadGameLP und herzlich willkommen zu The Dropper 2. Wie ich schon angedroht hatte, wird das jetzt kommen und Rapile, hallo? Hallo. Wir sind auch beide am Start hier und werden jetzt hier ein bisschen Dropper spielen für euch. Das ist mehr so gedacht als Talk-Projekt, wo man noch trotzdem was im Gameplay sehen kann. Seht es einfach als Headcast nur mit Gameplay und so ein bisschen Gameplay-Comedy, egal. Ja. Das soll halt so ein bisschen... Es soll halt so ein bisschen ruhiger sein und die Leute, die das langweilig finden, die schalten jetzt am besten weg, denn hier wird wirklich nicht so viel Action passieren, sondern, okay, doch, wir lassen uns fallen, wir lassen uns richtig hart fallen. Und ich würde sagen, ich hoffe, ich habe alles servertechnisch alles richtig eingestellt. Ich glaube, wir werden jetzt beide gleichzeitig teleportiert. Wurdest du teleportiert? Mhm, ich bin im Himmel. Ja, ich auch, genau. Das ist nämlich, habe ich nämlich schon mal erlebt, dass auch im Singleplayer ist man erst im Himmel und es dauert dann Ewigkeiten, bis man in die Lobby kommt. Bist du da? Nee. Doch. Nee. Doch, du bist da. Ach. Alter, wie du. Okay, gut. Guck mal, was da unten ist, Alter. Guck dir das mal an. Das ist übelst. Ich habe ja Quick Pro oder so an, ne? Nein, nein, das liegt jetzt auch am Effekt, ne? Du hast jetzt auch eine Potion. Deswegen sieht das so extrem aus. Wie viel Level haben wir denn? Ich mein Inventory aufmache. Ja, okay. Wie viel Level haben wir? Also, ganz viele Leute, die es nicht kennen, The Dropper ist halt eine Map, wo man sich taktisch gut runterfallen lassen muss. Aufpassen, dass man nicht dass man nichts trifft. Wie soll ich das erklären? Und dass man halt einen Diamanten sammelt, der in jedem Level versteckt ist. Und wenn man alle Diamanten gesammelt hat, unlockt das, also schaltet das ein Zusatzlevel frei. Ja, das ist so der Highlight. Das ist so der Highlight des Ganzen. Von dem Ganzen. Wow. Und ich würde sagen, wir machen mal Level 1 Rainbow. Das ist noch ganz simpel, das kenne ich noch. Wir werden jetzt auch in so einen Zwischenraum teleportiert, was auch wieder Jahre dauert. So, bin ich jetzt hier? Ja, ah, das ist wieder dieser Bug. Ich schwebe wieder in der Luft. Ah, warte. Irgendwie, ja, ne? Ja, oder? Pass auf. Scheiße, ich habe keine Permission auf meinem Server. Warte. Erstmal. So. Go back to the main room. Nee, warte mal, wo so, jetzt bin ich da. Ich bin da. So, perfekt. So. Ah, nee, warte, jetzt, hier sind Schilder, ne? Pass auf, hier kannst kann du. Kann ich nicht lesen, weil ich zu weit weg bin davon irgendwie. Jetzt kannst du. Warte pass mal. Auf, ich weiß schon, Rapile, du brauchst das nicht zu machen. Okay. Mhm. Wir drücken es auf den Knopf, ja? Stellen uns hier ganz schnell auf den gelben am besten. Oder du kannst auch auf den orangen, das ist, glaube ich, das gleiche. Und dann wirst du einfach bitte nicht bewegen, weil dann wirst du failen, ja? Pass auf, so. Gucken wir mal, dass ich mittig stehe. Ich mache jetzt mal nichts. Ja, hat funktioniert. Rapile ist schon gestorben. Holy shit, Alter, das ist so extrem. Am besten, du stellst dich auf den gelben, wenn du es probierst. Ah. Ich hab grad Geist geracht. Ich dachte, ich soll weiterhin stehen bleiben, deshalb bin ich auch verreckt. Alter, jetzt dein Ernst? Nee. Fällst du? Oh mein Gott, das fängt ja schon gut an. Jetzt ernsthaft? Stell dich auf das gelbe in die Mitte, dann musst du nichts mehr machen. Das ist das erste Level, das müsste eigentlich... machbar sein. Ach so, auch für dich. Jetzt raff ich das erst. Ja, jetzt Raffis Pokémon. Kleine Anspielung an Samantha. Jetzt raff ich das erst. So, pass auf, ja. Hier war drin, ne? Da waren die ja drin, ja. Den habe ich jetzt reingetan in meine Dinge. Den habe ich jetzt collected, weil du ja Noob bist. Entschuldigung, eingesammelt. Und ich würde sagen, wir gehen zurück zur Lobby, denn jetzt haben wir das Spielprinzip ja verstanden. Guck mal, jetzt leuchtet das sogar. Boah, dieses Special Effekt, oder? Ist das nicht toll? Was ich da. Nix leuchten. Hier der Glowstone. Ach so, das. Die Glowstone-Lampe. Ja. Okay, pass auf. Level 2 Isengard. Ja, Isengard. Woher kenne ich das Isengard? Ich weiß nicht. LOL! Alter, ich dachte schon, das wäre das Level, aber es ist nicht das Level. So, pass auf. Das ist nämlich dieser Punkt. Jetzt versuchen wir hier rauszukommen. Warte. Oh, komm schon. Das hier ist Push the Button to go. Ja, zurück. Okay, pass auf. Bleib einfach da stehen. Wir teleportieren uns jetzt sowieso. Achtung, jetzt bereithalten. Es geht gleich nach unten. So, pass auf. Jetzt sollten wir möglichst unbeschadet da runterkommen. Ich kenne nämlich die ersten drei Level schon, deswegen kenne ich das alles so auswendig. Es wäre hier sinnvoll, so wie ich, sich erstmal hier drauf zu... Ah, okay. Ich verstehe. Ich sehe schon, das fängt schon gut an mit dir. Warte, ich muss was trinken. Ich habe nämlich einen Punsch. Ja, wo haben wir jetzt eigentlich drauf gedrückt? Auf den gleichen, ne? Auf den zweiten. Nicht auf den roten. Was? Wo bin ich? Ich glaube, ich fall sonst wo lang. Ich weiß wo nicht, wo ich. Du? Ah, doch, ich bin jetzt wieder in den Netzen drin. Warst du wieder in der Lobby?
Ich war irgendwie aus irgendwelchen Gründen wieder in der Lobby. Ich glaube, weil ich auf den Lobby-Knopf gedrückt habe. Na, so, jetzt sein. Muss ich. Jetzt. Ich werde in 15 geportet. Ja. Okay. Und ich. Hä? Ich falle einfach so. Warte. Nochmal. Ja, pass auf, du bist jetzt auch. Hä? Ah, ich muss was in die Mitte, machst ne? du denn? Okay, das macht Sinn. Alter, geil. Sorry, jetzt bin ich in der Mitte. Ab der zweiten okay. Folge auch werdet ihr eine zweite Sicht sehen. Die erste noch nicht, weil ich die jetzt relativ schnell hochladen werde und Rapide so schnell nicht mehr im Rendern ist. Mit seinem Prozessor. Komm, spring. Ist das dein Ernst jetzt? Hä? Wir sind im Level 3. Ja, ich hab kein. Ich hab, weißt du, wie lange ich kein Minecraft gespielt habe, Mann? Aktiv? Ist gut, dann ist es wenigstens nicht so langweilig. Ja, da bist du. Tut mir leid, Junge. Jawohl, oh, so Ort, pass auf. Alter. Und jetzt da unten ist, da siehst du eine ganz kleine blaue Fläche, da ist Wasser. Mhm. Und das wenn man jetzt clever genug treffen, ist, das solltest du treffen. Ich hab's zum Beispiel geschafft. Ich, nee, aber das ist halt, das ist rigged. Ja, auf jeden Fall. Ich hab das getroffen. Wenn ich in CSGO was treffe, sage ich auch immer, das ist 12. Es ist eigentlich scheißegal, wo ich runter, ne? Ich glaube schon, es gibt auf jeder Seite einen Wassertopf. Wo bist du denn? Ja, bist du runter? Easy. Ja, get right. Okay, jetzt habe ich ein Problem, weil ich weiß nicht, wo du bist. Und ich laufe dem Fall nach. Okay. Ja, ich laufe jetzt auch nach. So, pass auf, jetzt bin ich gleich da. So, oh, wo bist dich, du? Da bist du. So, hallo. So, jetzt haben wir nämlich hier noch den Dia, den müssen wir noch mitnehmen. Wenn du jetzt da drauf, willst du den sammeln? Wenn du da drauf drückst, hast du Jump. Das Jump mal. Jump. Bei mir buggt das. Oh nein, was ist los? Warte. Guck mal, bei mir buggt das. Lol. An. Oh nein, ich habe Enable Flying wahrscheinlich auch. Warte, geht das so? Ne, wahrscheinlich nicht. Egal, das werden wir dann gleich in einer kurzen Aufnahmepause fixen. Dann nehmen wir uns halt einfach so den Deer. So, wir gehen zurück zur Lobby. So. Pass auf, dann nehme ich jetzt ja einen Deer, ja? So, Diamond. Weil wir kommen da ja nicht hoch. Jetzt haben wir schon mal zwei. Ist doch schön. So. Und hier ist natürlich jetzt nicht aufgeleuchtet, ne? Egal, müssen wir nachher nochmal zurück, wenn wir die Pause gemacht haben. Ja. So, Level 3 Neo. Ich glaube, da fällst du sofort. Ich bin mir aber nicht sicher. Es dauert jetzt wieder Jahre. Okay. Oh! Oh! Holy shit, ich bin unten. Ich kann nicht auf Respawn klicken. Ich hab's geschafft. Ich bin tot. Ja! What? Oh, ich bin in der Luft irgendwo. Ich kann auch nicht auf Respawn. Wieso buggt das denn so rum? Ist das euer Ernst? Vor allem der Server ist noch nicht mal ansatzweise ausgelastet. Das ist ja das, was mich am meisten wundert. Ich bin jetzt wieder hier in der Aufgabendings hier. In der Lobby? Das ist eigentlich alles so. Nee, nicht in der Lobby, hier in der. In der. Da wo die. Warum ist alles so dunkel bei mir? Das ist bei mir auch. War viele. Oh Mann, ey. Wo bist du denn jetzt? Hä? Jetzt wieder hell. Ich glaube, das ist der Lichtschalter hier. Das glaube ich nicht. 5. Oh! Guck mal, es geht! Fress dich! Du musst es dann halt schneiden. Ey, wie soll man das? Alter, machen? Was? Vor allem, wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Wenn ich sterbe, sterbe ich ein paar Sekunden. Ja, deshalb. Ich habe gerade gedacht, hey, holy shit, warum habe ich denn überlebt, Alter? Wo bist du? Krass. Ich weiß nicht. Ich bin wieder in der Lobby. So, ich bin wieder da. Boah, wenigstens geht der Countdown. Alter, jetzt muss ich nochmal probieren. Aber bei mir ist wieder dieser hässliche. Alter. Ich sehe gar nichts, weil das zu stretched ist alles. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Warum ist denn das so schwer? Guck mal, das funktioniert jetzt. Ja, weil das ist Level 3. Da wird jetzt mal ein bisschen angezogen hier. Wie bei den Rekruten. Oh, bitte nicht. Was hast du gegen die Sender? Was? Oh. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Als ob? Ja, ich meine. Also jetzt wirklich. Das ist also sogar ohne Lag. Einfach einen Weg durchbahnen. Ich glaube, aber siehst du da diese eine Stelle? Da kannst du nämlich einen Dia snacken. Da, wo so Glowstone ist, so ein bisschen. Bei mir buggt der Countdown dezent. Als ob. Hä, aber das sind viel zu viele, das schafft man doch niemals. Doch, das geht, glaub mir. Ja, ich bin zu scheiße dann dafür. Los!
erwischt, aber die anderen Maps nicht besser. Egal, wir warten so, wir machen das, wir ziehen das wie Pizmi durch. Wir machen so lange, bis einer das schafft. Und dann schneide ich das auch noch. Wie hast du das denn bitte geschafft? Und dann schneide ich das in 10 Minuten. Eher nach vorne oder eher nach hinten? Der Countdown ist wieder ein bisschen. Nach links oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, Mark. Ja, aber dann wirst du bei den anderen auch richtig viele Probleme haben. Aber das wirst du schon schaffen. Oh, ich bin gebremst worden. Ich bin, wer weiß wo. Ich hab da Vertrauen in dich. In mir? Vertrauen in mir? Ja. Oh, bist du da? Ja, sicher. Oh, nice. Wo müssen wir jetzt? Da lang, ne? War eigentlich ziemlich einfach. Dann haben wir den Dia nicht gesnackt. Müssen wir am Ende der kompletten Session nochmal, also am Ende der Map mal. Kommt man jetzt zurück in die Lobby? Oh. Du leckst. Und ich schwebe wieder in der Luft. Bei mir bist du noch da. Komm, jetzt bin ich in der Lobby. Bist du in der Lobby? Okay. Mhm. TP at GameLP. Rapile. Boah, geil. Das funktioniert sogar zuverlässiger. Bist du. Hallo, siehst du mich? Naja. Schlag mich mal. Hä? Was machst du? Will ich nicht. Oh, da. Achso, ich dachte gerade. Level 4. Symbols, Rapile. Guck mal, du hast. Ich hab nur 3 Fails, kann das sein? Ich weiß es selber nicht. Das habe ich aber im Singleplayer auch. Also das scheint wohl so ein Map-Ding zu sein. Nein, bin ich blöd. So, warte. Oh. Ich bin da. So, ab jetzt kenne ich das nämlich nicht mehr. Level 4. Ab jetzt weiß ich nämlich nicht, lol. Was? Ah nein, das ist das, wo man, genau, wo man den Weg finden muss. Da musst du nämlich einen Teil, lol, das war der falsche. Du musst jetzt nämlich immer eine Kombination halt finden. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich muss die ganze Zeit lachen, sorry. Ich nehme jetzt mal das obere. Das obere geht. Das obere geht. Das obere, das nehme ich das rechte. Falsch. Scheiße. Das welches obere? Das, wenn du jetzt fällst, das obere links. Hä? Das war das Rand. Aber du verstehst schon, wie das Prinzip ist, ne? Du kannst durch eines dieser Löcher kannst du durch. Ja, durch die Lava-Decken da, ja, ja. Links, ja. Hast du gesagt, ne? Ich bin schon wieder auf dem Rand aufgeklatscht. Ja, dann geh mal rechts. Rechts? Oh, ja, okay. Und dann unten links. Rechts oben, dann unten links. Dann wieder rechts oben. Hä? Behindert oder fuck. Was? Ja, so ist das halt. Da muss man sich durcharbeiten. Rechts oben. Dann oben links. Wie rechts oben kann man schlecht sagen? Man muss halt gucken, wie man spawnt. Da musst du halt alle ausprobieren. Ich weiß ja nicht, wie du spawnst. Hä? Ah, jetzt habe ich mich auch vertan. Scheiße. Ja. Ja, jetzt habe ich mich auch falsch gespawnt. Das ist das Problem. Ah, okay. Wow, das ist also Luck muss einfach nur. Ja, man muss. Nee, das ist kein Luck. Ja, im Prinzip schon. Ja, du weißt ja nicht, wie du spawnst. Nein! Man kann sich an den Symbolen halt orientieren. Wie rum die Symbole da drum sind. Das macht Sinn. Ich weiß, alles macht Sinn. Aber ich kann mir das ja nicht so schnell merken. So, pass auf. Nein, das gibt's nicht. Brauche ich ja nur eins zu merken. Oh ja, das war der richtige. Jetzt links oben, glaube ich. Nein, ich weiß es nicht. Oh, fuck. Fuck. Du musst halt echt gucken, wie du spawnst. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, wie ich gespawnt bin. Wer auf den Rand geballert, Junge. Alter, wie oft ballerst du bitte auf dem Rand? Warte mal, was macht das eigentlich was aus, wenn ich so nach da gucke? Da ist dieser Kreis. Nee, das ist schon mal nicht richtig. Also die ersten zwei weiß ich schon mal. Ja, aber in deine Spawn-Richtung. Ja, ich hab mir das halt. Ja, okay. Ah, also ja, die ersten zwei schaffe ich schon mal safe. Danach wird's halt schwierig. Ich weiß halt jetzt. Lol. Ich weiß jetzt auch. Ja, wie jetzt? Ey, rechts unten. Scheiße. Aber ran drauf geklatscht. Ich weiß auch jetzt, dass man, wenn ich jetzt in die Richtung gucke, dann spawne ich auch so in die Richtung. Scheiße, wie war das? Ja. Da und jetzt rechts. Und unten. Rechts unten, okay.